Wir sind ja seit 3 Jahren auf dem Weg des Erneuerungsprozesses und wir haben ganz viel geleistet. Ganz viele Menschen haben mitgetan. Wir haben einen pastoralen Orientierungsrahmen, wir haben einen wirtschaftlichen Orientierungsrahmen, wir haben viele Pfarreien gegründet. Und im Sommer war ich mit 11 Menschen aus unserem Bistum sozusagen in Klausur und dann haben wir versucht, Wirtschaft und Pastoral zusammenzubringen und dann Priorisierungen auszusprechen. Und insofern ist diese 3-jährige Projektphase jetzt mal an ein Ende gekommen und ich habe sozusagen die wichtigsten Bausteine aus dieser Unterscheidung heute verkündet und gesetzt und damit muss jetzt weitergearbeitet werden. Jetzt sind konkrete Arbeitsgruppen dran, vor allen Dingen auch Abteilungen aus dem Generalvikariat und das Ganze koordinieren wird der Generalvikar. Der kennt ja jetzt die Rede, der kennt die Inhalte und der muss jetzt gucken, welche Aufgaben an welche Abteilung sozusagen vergeben werden. Und dann erwarte ich, dass wir in den Gremien unserer Diözese immer wieder den Arbeitsstand erfahren, damit eben das Ganze jetzt nicht eine Luftnummer wird, sondern in die Tat umgesetzt wird. Das Wichtigste in unserem Bistum oder in der Kirche generell sind die lebendigen Steine und das sind die Menschen, das sind die Getauften und die Gefirmten. Die Steine aus Stein sozusagen, aus denen unsere Kirchen und Gebäude und sowas alles bestehen, die sind sekundär. Die lebendigen Steine sind das A und O und deswegen liegt mir sehr daran, dass wir diese lebendigen Steine unterstützen. Das heißt also, ich träume von einem Weiterbildungsprogramm, von einem Unterstützungsprogramm. Ich habe gesagt, es könnte ein diözesanes Bildungsprogramm geben, aber es könnte oder muss auch so sein, dass in unseren Pfarreien daran schwerpunktmäßig gearbeitet wird. Deswegen ist das der Auftrag für alle Seelsorgenden, die Priester, die Diakone, Pastoral- und Gemeindereferenten, unsere Ehrenamtlichen zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihren Glauben zu kennen, zu leben und damit eben auch zu vermitteln. Ich glaube, das sind die wichtigsten Dinge für die Zukunft, die wir tun sollten. Musik